deine Katze. Oh wow, ich hab 4 Gems bekommen. Alles klar. Mysterious Face Stones. Ich hab 2 bekommen und hab gedacht, das wäre schon gut. So, was sind das für Face Stones, die ich bekommen hab? Botanist, Fire Resistance, Wind Resist, Miasma. Nice. Botanist habe ich auch bekommen. Keine davon war irgendwas. Es gibt's. Hab ich doch gerade gesagt, belegte Brötchen. So, aber jetzt muss ich nochmal die Option eben machen. Wenn ich das hier machen kann. Advanced Graphic Settings. Machen wir mal den Nebel aus. Machen wir mal. Das lassen wir einfach mit. Anti-Aliasing Lasing können wir ausmachen. Oh. Ach, nee. Wie das kaum einen Unterschied macht. Order Reflection. So, das machen wir mal auf Low. Ocean Blur sowieso aus. Irgendwie ändert das nichts an meinem V-Ram-Usage. So, oh wow, ich kann das Spiel so viel heller machen damit. So, Steak im Brötchen, Frikadelle im Brötchen oder sowas. Macht das jetzt Tolles besser? Im Brötchen, achso. So. Achso, irgendwas Tolles im Brötchen. Ah, okay. Steak, Frikadelle. Oh, ein Fischfrikadellenbrötchen hätte ich gerne. Starte einfach mal das Spiel neu. Jetzt mit den Dingsens geändert. So ein schwarzer Diablos im Brötchen wäre, sag ich schon. Also ein normales Brötchen und so ein ganzer schwarzer Diablos dazwischen. Kennst ja auch das Meme mit dem Earth Sandwich. Ja. Quasi so. So, nochmal starten. Ich habe übrigens nur 253 Stunden in dem Spiel. Amateur. Bist du schon vierstellig? Nee, 538. Du, was meinst, Senpai? Ja, vielleicht auch eher low. BTF, jetzt habe ich außerdem Brawlhalla gestartet. Was? Valhalla gestartet? Ja, Brawlhalla. Also das ist so ein Smash Your Army. Ich frage mich, ob jetzt meine GPU weniger ausgelastet ist. Hoffen wir es mal. Ich meine, mein VRAM-Usage ist halt noch immer gleich. So, das ist halt... Der hat sich nicht verändert, der ist nur immer bei 4,1 Gig. Na, mal gucken. Aber dadurch, dass ich mich eingeloggt habe in Brawlhalla, habe ich jetzt 50 Gold bekommen. Gangshin. Mal gucken, vielleicht wird das jetzt besser, wenn nicht, muss ich halt die Grafik nochmal runterstellen. Das ist halt das Problem, wenn man nur eine Grafikkarte hat. Und nicht zwei oder so. Und die CPU oder halt kein... Gottchen, das ist so hell plötzlich, das Spiel. Ich bin blind. Ah! Gefühlt. So. Klar, alles ausstellen. Licht ausstellen und dann hockst du einfach nur die ganze Zeit im Dunkeln. Und ist ein Blackscreen oder sowas, das ist weniger rendert. Gucken wir mal ganz kurz in unsere Handtastennotizen. Gott, das ist halt so hell, das Spiel plötzlich. genau, Diablos und Black Diablos muss ich beide machen, aber ich habe jetzt hast du eine 15 Minuten coole Yaku-Quest? Ich habe gar keine coole Yaku-Quest. Okay. Was hast du deinem Spiel angetan? Ich habe eine Einstellung umgestellt und plötzlich ist es hell. Warte, das muss ich sehen. Kannst du das sehen? Arc Tempered Valhazak ist momentan drin. Den müsste ich auch noch machen. Den habe ich noch gar nicht gemacht. Direkt so. Oh.
Ich habe ihn quasi auch noch nicht gemacht. Ich hab dir doch erzählt, wie ich ihn gemacht habe. Ich meine, ich könnte mit meinem Teostra, Herrn Tinghorn, dann tut das Effluvia zumindest nichts. Aber ich meine, ein bisschen was an Zeit haben wir noch. So, Hand Kuyaku, weil du hast ja keine 15-Minuten-Quest, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, dann Camp 6. Was ich getan habe, ist, ich bin hier auf Option gegangen. Auf, ja, hier Advanced Graphics Settings. Und was habe ich ausgestellt? Ich habe hier den Fog im Hintergrund ausgemacht. Na, also den Nebel des Grauens. Und das hat nichts gemacht. Hat auch nichts gemacht. Und hier den Vignette-Effekt habe ich ausgemacht. Dass er die Ränder dunkler macht. So ist es mit dem Vignette-Effekt, so ist es ohne. Deswegen habe ich jetzt sehr viel mehr Helligkeit plötzlich vom kompletten Spiel. So, ich wechsle nochmal mein Equipment. So. Gott, das ist jetzt so viel heller. Let's go for this one. Wenn ich muss ich halt vielleicht das Spiel wirklich ein bisschen in Ech-Territorium bringen. Da wäre es wieder cool, hätte ich eine Capture Card. Dass ich das quasi auf PlayStation spielen könnte. Moin Aramea, was geht ab bei dir? Capture Card ist Luxus, ja, das ist wahr. So, jetzt darf ich nur nicht vergessen, ich bin noch auf dem falschen Itemset, Welp. Und überbewertet, du kannst das Ganze auch mit deinem Handy filmen. Du filmst einfach den Bildschirm. Achso, ach, ich habe einen Health Booster in dem Set. Bin ich denn boosted? So, ich glaube, das gute Spawn war hier. Ich sehe ihn zumindest noch nicht. Und er ist nicht beim guten Spawn. In dem Fall ist er hier. Ja, mein Genick hat sich gerade gebrochen. Kenn ich. Wer kennt's nicht? So. Sein Gesicht. Nice, bin gemountet. Nice, halt ihn genauso. Ey, ich mach meinen Attack. Oh, ich durfte den nicht mehr machen. Oh, der muss hier stehen. Ja, das ist gut, dann Tactics. Das ist statt den 21er Hits, die 29er Hits. Okay, zuverlässig die schon. Gavin, so. Ich bin davon gekommen. Du bist der mit der Fernkampfwaffe. Kein Tier entkommt meiner Tierquälerei. Warum bist du schneller als ich? Weil ich nicht den dummen Weg gelaufen bin. Du bist schneller als ich, hör auf zu hacken. Riff sein Ei. Sachen, die man nur in Monster Hunter sagen sollte. Tschüss! Heiß kills dir. Come on. So. Das ging schnell. Nice, first calf. Vogelweber. Oh Gott, noch einer hinterher. Jetzt muss ich toppen. Ja, du musst ein Triple Jam machen, ne? Ja, nee. Schon zwei nicht.
Gereinigt. Ich bin scheiße in dem Spiel. Langsam sehe ich es ein. Ne, warte, du hackst. Ja, es ist ja zu schnell, dann kriegt er einen Doppel. Auf zu hacken! Warte, scheiße. Scheiße brauche ich. Ich trinke mal was. Während du deinen Spaß hast. So, und diese Jagd mache ich als einzelnes Video auf YouTube. So, was habe ich bekommen? Water Resistance, nice. Okay, das ist jetzt auch 50 Mal. So ungefähr, ne? Ich hätte ganz gerne eine Doppelquest. Nochmal. Oh shit, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken wegen meinem Dünger. Nicht, dass er mir jetzt ausgelaufen ist in der Zeit. Verdient hätte ich es. Ja, ne? Ich habe Basil Juice zweimal bekommen. Nice. Ne, perfekt auf 4. Soft Soil, genau. Ich habe 15 Minuten Diablos bekommen. 15 Minuten Diablos? Normaler oder Black? Normaler. Ja, let's go. Warum sage ich das? Oder möchtest du nicht? Dann können wir auch nochmal wieder... Ne, jetzt ist zu spät. Jetzt machen wir das Ganze. Jetzt meine ich mehr, jetzt bin ich zickig. Okay. Ja. Hallo, zickig. Hallo. Hallo. 15, ne? Ja. Bei Diablos brauche ich nämlich, glaube ich, auch noch beides. Untere Notizen. Das ist Pingratia, das ist Urogan. Das heißt, ich bin hier komplett falsch. Da. Ja, ich brauche noch beides bei dem. Wunderbar. Ach, ich muss jetzt wirklich mal mein Itemset ändern. Ich meine, da ich eh noch esse, ergibt das ja Sinn. So. Dann sehen wir, das sehen wir ja mal, ob der im Durchschnitt kleiner oder größer ist. Ich mache gerade was komplett Falsches, der Itembox. Und zwar ist das Loadout 4, ja. Let's go, it's me! Hunterio! Nein, Knick, bitte. Ich möchte erst essen, bevor du brichst, okay? Ich habe da ein lautes Monster schreien hören. War Täuschung. keine optische, das andere. Das mit Geräuschen. Hey, Fußspuren. So. Eins, zwei, drei. Aber irgendwie sieht heute alles größer aus. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass wir lange nicht mehr gespielt haben. Ja, eben. Ich spiele zwei Monate nicht. Kann er wieder aufhören damit? Ja, bloß, der kann nichts anderes. Sein Moveset ist Graben. Graben, Graben, Vergraben, Graben, Graben. Anstürmen, Graben. Ich wünschte, ich hätte hier irgendwo sowas zum dran runter sliden, damit ich halt wenigstens einen guten Move machen kann. Momentan nutze ich halt einfach nur meinen Ultra-Instinkt-Mantel. Ich weiß nicht, warum ich das leihen durfte, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich durfte das Spiel spielen für einen kurzen Moment. What? Mein Temporal-Mantel ist ausgelaufen, kurz bevor der Angriff initiiert hat. Also okay. Der erste. Beim zweiten konnte ich nicht dodgen.
Aber ich glaube auch Sand. Außer alles nichts. So, das war die Haltbarkeit meines Hammers. Au. Aber du brauchst ja eh kein Geld, oder? Also eigentlich schon, doch, brauche ich. Ja, okay, dann kann ich ja sterben. Wunderbar. Wenn du es nicht brauchst. Das fühlt, wenn du deinen Hammer gerade auflädst und der Gegner sich gerade wieder eingräbt. Rutsch, du! Warum? Deswegen meine auch. Nicht das? Das ist der andere. Umfallen. Okay. Ich hasse es, wenn du mit der Dings-Kombo in den Boden hämmerst und dann einfach dastehst, als wärst du der größte Volldepp des Planeten. So, schön, ich habe dich getroffen und nun? Oh Gott, wenn du irgendeine große Kombo oder so. Das sieht bei anderen noch viel schlimmer aus, wenn du diese lange Doppelklingen-Kombo daneben haust. Schießt erstmal eine halbe Stunde da, 50 Stunden in Luft rum. Du bist ein Idiot. Warum rutsche ich nicht? Au. Hat gewirkt. 1, 2, 3, 4. Meteor-Kombo! 91, weil kein Weak Spot. Ich jammer. Au. Weißt du, in der einen Instanz, in der ich gerutscht habe, war ich in einem Angriff von ihm gefangen worden. Alles. Gern geschehen. Anscheinend. Da. Wetzstein. Ah, meine Stumpfwaffe wetzen. Das klingt doch nach Spaß. Der Hammer muss scharf sein, sonst macht er keinen Schaden. Ja, ne? Die Hörnchen müssen angespitzt sein. Die geben den Buff. Jetzt lass atmen. Auf ihn. Ach ja, stimmt, das ist eine 15-Minuten-Quest. Eins, zwei, nice, Hip-Check. Schön, dass der erste Angriff davon gestaggert hat, aber der ganze Rest einfach daneben ging. No! Warum immer der letzte Hit, bevor man den guten draufhauen kann? Wie extra so designt. Monster bleiben einfach nicht irgendwie gleich stehen für die. Ja. Die ganze Kombo. Okay, Turf War. Hallo Devilio. Hast du gerade Pupu? Ja. Aber okay, dann. Meine wertvolle Pupu. Lass sie erstmal die Turf. Oh Gott, sein Genick, Alter. Das sollte so nie ausschauen. Pupu. Er hat geschrien. Nice, ja, jetzt hat seine Musik angefangen. Oh, der hat gedodged. Oh. Nice, oh. Good job. Outplayed. Haben wir beide Hörner gebrochen? Jo. Nice. Ich werde mal das Spiel auf Kartoffeleinstellung runterstellen, um zu gucken, dass ich keine Frames mehr überspringe. Kommt er wieder. Also, oh, nom 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 nom. Brech ihm alles. Schön, oh, dass seine Musik nicht mehr spielt. Er so, oh, ihr habt mich wütend gemacht. Tschüss. Was ein Idiot. Ah, Devilio.
So kennt man ihn. Unser Davio. Ja, ich wollte noch das Mineral mitnehmen. So, all das mitnehmen. Bop. Ich will aber Ivan, Jam. Du warst der Mitspieler. Um fair zu sein, ich kam wohl nicht dran. Um fair zu sein, ich habe HBG gespielt. Ja. So, Option. Zeit das Spiel irr aussehen zu lassen. Es ist Zeit, dass meine Katze useful ist und keine Plünderklinge mehr hat. Ich weiß, es ist komisch. Wow, Shadow Quality ist das erste, was irgendwie mein VRAM-Usage runterschraubt. Ist so Image-Qualität, Mittel. Ich spiel so, okay. Shadow, slow. Oh, that's the real shit. Ja, jetzt bitte auch. Das macht halt wirklich einen Unterschied, ne? Eieiei. So, change particle equipment. Ich hab Lunastra 30 Minuten bekommen. Das klingt nach Spaß. Ich muss übrigens auch noch mal ganz kurz, also ich poste die Quest und dann bin ich mal ganz kurz weg. Alles klar. Weil, meine Waschmaschine ist fertig. Hey. Ja. Dann geht es natürlich vor. Genau, weil das ist mein Kissen, was da gewaschen wurde. Und das brauche ich noch. Dann will ich mal den Miaulotov-Cocktail aus. Den besitze ich noch nicht mal. Aber gut, bis gleich. Also echt, das Schatten, den ich hatte. So schlecht in dem Spiel. So schlecht. Aber sag's ihm nicht. Ich meine, er weiß es. Er ist einfach an einem Streamer. Ja, unverschämt sowas. Das weiß ich. Jo. Glaube ich auch. Aber ich bin auch gar nicht mehr so gut. Also ich bin immer noch verdammt gut. Diablo die zweite. Ah, reicht doch nicht ganz für ein Diablo. Da wäscht er einfach an einem Streamabend. Ja. Reicht noch nicht ganz für einen Diablo, hast du gesagt. Vielen lieben Dank. Ja. Guck mal, wenn jemand, der nicht mehr abonniert ist, zu mir netter ist als meine eigenen Abonnenten. Warte. Abo verlängern. Abonnieren. Irgendeiner hat schon meinen Twitch Prime. Das ist jetzt ein bisschen unlucky. Das wäre cool gewesen. So, ha, Bitch. Wir sind zwar Freunde, aber nicht Freunde genug, als dass ich für dich Geld ausgebe. Ist so. So, ich warte darauf, dass du meiner Quest beitrittst. Oh, stimmt. Du hast gesagt, dass sie hier auf ist. Ja. Cool. Ich meine, es führt halt leider nichts dran vorbei. Irgendwann muss er halt sterben. Ja, oder später. Und hey, man kann definitiv nie genug coole Yaku-Gegenstände haben. Nie. Anscheinend. Okay. Ne, für Iceborne, damit man sich das coole Yaku High-Rank machen kann. Weil es ist nice. Nicht High-Rank, Grandmaster. Master? G-Rank. G-Rank? Ich glaube G-Rank war es, ne? Ne, warte, der hat G-Rank haben sie umbenannt. Ja, deswegen war ich minimal verwirrtos. So, ich meine, das gute Spawn war hier. Ja. Einen guten Spawn. Mein Genick wurde gebrochen und ich bin deswegen eine Wand hochgelaufen. Standard. Ich hab den Genick zu brechen, das klingt ungesund. Ich meine, früher war es ja noch schlimmer mit dem Genickbrechen, ne? So ist ja nicht. Ist fein. Ich sag dir, das ist fein. Nice. Das sah gerade ziemlich verstörend aus. Whee!
Ich schieße ganz friedlich auf das Monster ein und dann kommt auf einmal so ein Heimer-User in die Luft. Direkt bei meiner Kamera vorbei und geht da wieder. Fliegt einmal quer durch den Stream. Ich verstehe nicht, was daran verstört sein soll. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich wollte ich mich nicht so anstellen. Ne? Von wegen. Die Insektenlefe ist die Herrin der Lüfte. Der Hammer hier. Der Hammer ist where it's at. Kann ich bitte anfangen zu rutschen? Hallo? Ich habe ihn gemountet. Okay. Okay. Der ist eh gleich tot. Aber warte, wenn er gemountet ist, dann geht doch nicht davor weg. Das ist eigentlich richtig clever. Du bist voll klug und so. Ich weiß, danke. Er hatte keine Chance. Es tut mir so leid. Wenn du willst, dass er gar nichts macht, wirst du einfach davor noch eine Flash bauen. Oh. Er ist halt wirklich für die Dauer von der Mission gestand. Ich habe sogar nur einen Fußstapfen von ihm bekommen. Das ist der Video. Ich mag ihn nicht. Geh nach Hause. Du bist auch noch ein Mensch. So. Federn noch mitnehmen. Schnell. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, inwieweit du den Discord von mir liest. Wenig bis gar nicht. Wenig bis gar nicht, okay. Ich habe angefangen, Edits von meinen Streamaufnahmen zu machen. Momentan mit Bioshock 1. Nice. Das erste Video werde ich übernächste Woche Montag freischalten auf meinem Zweitkanal. Und das zweite, ich habe Elementless Juwel bekommen. Nice. Und der war auch. Damage, die bekommen. Und das zweite halt dann darauf in den Montag. Und ich habe festgestellt, wie kacke ich eigentlich bin in Zielen. Ist schön. Ach, ich auch. Ich war in keinem Shooter gut. Und Leute, also Kumpels von mir glauben das einfach nicht, dass die Steuerung in Call of Duty so abartig AIDS ist. Okay. Ich fühle mich immer so, als ob du hörst auf zu rennen und der Charakter rennt halt immer noch so einen halben Kilometer weit mit. Du willst dich drehen oder sowas. Der Charakter dreht sich halt irgendwie nur mal einmal um dich rum. Wenn du eigentlich aufhören willst, das ist total merkwürdig. Ich glaube, es liegt nicht an den Einstellungen. Counter-Strike, alles wunderschön akkurat, aber Call of Duty, nee. Ist offen. Ich weiß es, also keine Ahnung. Ja, ich verarsche mich jetzt auch schon. Von wegen, ja. Steuerung ist ja kacke. Ist am Arsch. Ist sie. In Bioshock ist halt die Steuerung ziemlich präzise und gut. Bioshock war es wunderbar. Aber ich schieße halt daneben. Ich habe einen Gegner gesehen und schieße erstmal auf die Bank 12 Meter neben ihm. Gut. So, weil vielleicht war die Bank einfach eine große Gefahr. Anscheinend, ne? Ja. Wobei ich momentan. Also ich mache mir einen Spaß daraus, das richtig Overediting-mäßig zu machen. In Anführungszeichen. Also es ist kein Sowjet-Wombel. Die Qualität hat nur ein Sowjet-Wombel. Ich sehe ihn sogar schon auf der Karte. Kennst du noch in Bioshock die, nimm deine Waffe raus. Die, Bots, die man haben kann. Was, die? Die Bots. Die umherfliegen und dann, einem Kram abschießen.
Nee. Aber wie gesagt, ich habe halt nur Bioshock Infinite gespielt. Ah, okay, das muss ich noch immer spielen. Muss ich aufladen? Ja, ich muss aufladen. Ich wurde jetzt erst abgeworfen, what? No! Okay, nehmen wir nochmal ein paar der Fußspuren mit. Ja, aber in Bioshock 1 gibt es halt solche kleinen Roboter, die man hacken kann und dann helfen die einem, Gegner zu töten. Alles klar. Und davon ist mir einer innerhalb des Parts, in dem ich ihn direkt bekommen habe, gestorben. Und für den muss ich jetzt einen kleinen Zusammenschnitt machen. Ja, dieses klassische Riff von dann und dann und dann halt die Clips, die letzten. Achso, ja. Ich freue mich jetzt an den ganzen Zuschauern. Ich weiß. Wobei, habe ich gerade wirklich Zuschauer. Jeder einzelne zählt. Jede Seele. Das ist wahr. Und die Leute, die deine Dinge ansehen. Aber die waren ja schon damals beim Dingsens dabei. Beim so, ja. Livestream dazu. Das ergibt Sinn. Du hast mich. Ja. Das ist wahr. Ich habe nicht viele Menschen, aber ich habe Kev. Nice, Kev. Nice. Kev ist für mich da. Ne, Kev hat mir beim Umzug geholfen. Ich habe ihm beim Umzug geholfen. Kev ist ein MVP.